Die Stimmung ist aufgeladen und die Tanzfläche brennt. Willkommen zurück zu Let's Dance. Heute Abend versammeln sich wieder Lululewe, Detlef D., Soest, 53 und das gesamte Team, um über das glitzernde Parkett zu schweben. Doch bevor die Stars ihre Tanzschuhe schnüren, geben die Profis eine atemberaubende Vorstellung ab. Und das Publikum kann nicht genug bekommen. Das Opening ist einfach fantastisch und zauberhaft, schwärmen die Fans auf X, ein Megastart. Die Musik bringt gleich gute Laune, ist nur ein Auszug aus den Kommentaren. Zu den Klängen von Madonnas La Isla Bonita, 65, und Coco Jambu von Mr. President, zeigen sie ihre besten Moves. Besonders rührend, Patricia Ionel, 29, ist Teil dieser spektakulären Performance. Vor kurzem teilte sie mit ihrem Mann Alexandru Ionel, 29, die freudige Nachricht auf Instagram, dass sie erneut Eltern werden. Es ist etwas ganz Besonderes für uns, dass unser kleines Wunder während der Let's Dance Staffel in meinem Bauch heranwächst und uns durch diese aufregende Zeit begleitet. Auch wenn sie diese Staffel mit Tillmann Schulz, 34, antrat, war das Abenteuer leider von kurzer Dauer. Ich bin traurig über das schnelle Ende meiner Let's Dance Reise, denn Tanzen und Let's Dance sind für mich wie eine Droge, man möchte nicht aufhören und immer weitermachen, erklärte sie gegenüber Promiflash kurz nach ihrem Ausscheiden. Doch jetzt kann sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen und wer weiß, vielleicht wird sie schon bald wieder im Rampenlicht der nächsten Showeröffnung strahlen.